Egal. Eieiei. So, jetzt muss ich hier nur noch anmachen und dann geht's los. Und mal habe ich den Stream jetzt schon an. Und hast du jetzt die Story nochmal gespielt, oder? Nee, ich spiele die gerade durch. Also bin dabei, sie durchzuspielen. Ich finde deine Reactions im Stream immer so geil, wenn du so dastehst und du so, hä? Wenn du irgendwas mal nicht verstehst oder so denkst, hä? Was geht hier ab? Ja, wie war das genau wieder so? Da bin ich im Sumpf und wollte diesen Riesenkrokodil suchen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ja, okay, ich anscheinend muss ich doch noch ein bisschen weiterspielen, bis ich den freischalte zum Suchen. So, auf dem Weg dahin bin ich geritten und dann Ja. habe ich da so einen Typen gesehen, der da so vergiftet war oder sonst was, ist einfach umgefallen tot. Mit blutigen Armen und sonst was. Also, Ja, ja. okay, das habe ich schon mal gesehen, dachte mir nichts bei. Ey, reite ich einmal um die Map rum, auf einmal kommt mir wieder der gleiche Typ entgegen und fällt wieder um und stirbt. Hä? Aber das sind immer die besten Reactions im Spiel. So, online. Oh Gott, auf was musste man hier gehen? Ach, hier. Also, Ich weiß nicht. bist du schon in der Lobby? Ja, Okay, warte dann. Dann genau, gehe jetzt ich könnte ich ja jetzt mal hier. nachgucken, ob man jetzt hier Charaktere wechseln kann, ob das funktioniert oder nicht. Warum willst du einen Charakter wechseln? Ne, wegen dem Geschenk. Man hat doch Hä? diese Geschenk da. Hä? Ich verstehe aber nicht, warum willst du einen Charakter wechseln? Weil es gibt ein Geschenk für den weiblichen und männlichen Charakter, aber anscheinend, wenn du einen Charakter hast, bleibst du bei dem einen Charakter. Ich will nur So. mal nachgucken, ob es das gibt. Ey, weißt du, was ich lustig finde? Achtung, Glückwunsch. Als exklusiven Twitch-Vorteil bekommst du einen Gegenstand geschenkt. Ja. Welchen Gegenstand? Nice. Das ist sehr schön. Ich habe einen Gegenstand bekommen. Warte Ja, mal boah, das kurz. ist so top, Banane, ey. Warte mal, ich muss mal ganz kurz eine WhatsApp-Nachricht senden. Warte mal. So, WhatsApp-Nachrichten, mein Gott. Da stellt sich was an. Klappe. Hä? Hat er keine Angst? Geht bei dem ab, ey. So, bin wieder da. Ey, vor allem, weißt du, was die Scheiße ist? Wenn ich die ganze Zeit im Bett liege, ich liege ja jetzt schon seit Sonntag? Nee, seit Samstag liege ich jetzt schon größtenteils im Bett. Und es ist einfach, du wirst immer mehr so müder und unfit, weißt du? Weil ich kann halt nicht viel laufen oder sitzen oder sonst irgendeine Scheiße. Ist total behindert. Dann weiß ich immer nicht, wie ich sitzen soll. Also für alle mal, auch jetzt in meinem Stream, ich war nämlich im Krankenhaus wegen eventuell Blinddarm und das, ja, war dann aber doch nicht, aber ich habe halt eine Entzündung und die muss halt verheilen. Ja, ich hoffe, dass sie verheilt. Oh, hier steht einfach jemand. Ich erschieße denjenigen jetzt mal, ne? Wenn er mich nicht erschießt. Oh, er bewegt sich. Das ist auch so geil. Da steht auch so eine in dem Geschenk. Ja, du erhältst eine kostenlose Waffe. Ich guck nach. Keine Waffe. Hä? Vor allem, ich weiß auch gar nicht, wie viel Gold ich vorher hatte. Waren das jetzt Goldbahnen, die man gekriegt hat? Ich habe jetzt 38. Wie viel hatte ich vorher? Ich hab nur 9 Stück. Das kann auch gar nicht wahr sein. Ich weiß nicht mal, was mein Penthouse ist. Ich habe nicht mal mein Penthouse in GTA gekriegt. Ich fühle mich voll verarscht, ey. Warte mal, du hast da. Aber das Geld hast du ja bekommen. Das Geld habe ich bekommen. Ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ja, ich habe in GTA jetzt auch noch nie geguckt, weil wenn das richtig funktioniert, dann kriege ich ja 250 geschenkt.
Und 1,5, weil ich das Apartment schon habe. Millionen. So, wenn die 1,5 nie da sind, dann hat es bei mir auch nie funktioniert. Also zumindest dann die 250 vielleicht. Die werden da sein, denke ich mal, aber mal Ja, gucken. die 250, wow, aber Ich meine, die weißt du, wen jucken Verbindung die muss ja 250? funktioniert haben. Das Muss ja. ja. Ich weiß es halt auch nicht. Naja, es war ja mal die Rede davon, dass das nur noch bis zu einem bestimmten Datum, und zwar das war ein Tag vor dem Update. Da wurde ja mal gesagt, bis dahin geht das mit dem Apartment, wenn man sich da, ne, anmeldet. So, und da steht aber jetzt auf der Twitch-Seite, stand eben da, dass das mit dem Apartment weiterhin, ne, sobald man sich Ja. anmeldet, funktioniert das weiterhin, steht halt da. Ah, das bist du. Ja, das wollte Ich dachte jetzt schon, oh, wieder so ein Arschloch von Online-Spieler. Bleibe nicht so, dachte ich so. Ah, warte mal, ich kann zur Post gehen hier. Warte mal, der hat irgendwas für mich. genau. Weil hier sind Was? Gegenstände, wenn Die? du. Stimmt, hier. Hier kriegt man die. Was fiel mir jetzt so Achso, ich ein? muss die Maske. Wow, jetzt bist du vor mir, Alter, obwohl ich eher hier drin war. Vordrängler. Alter, meine Haare sind voller Blut wegen dir. Hast du das bekommen? Lieferung abholen. Klassische. Revolvermunition. Ich habe Haferblättchen bekommen. Munition. 5 Möhren. Warum bekomme ich 5 Möhren per Post? Ich erhalte Pistolenmunition, Express, Schatzkarte. Oh, cool. Pferdewecker. Pfeile, Alter. Revolvermunition, Heu. Warum? Giftpfeile, Warum bekomme ich Möhre. Heu mit der Post? Alter. Nice to see some new faces through here. Gewehr. Okay, ich tu mal alles Ich habe abholen. einfach alles aufgeholt. Ja. Okay. Revolvermunition, 952 Vor allem. Munitionsschuss, was? Alter, vor allem. Weißt du, was geil ist? Du hast hier noch Haufen Munition drin, die du ja noch gar nicht abholen kannst, ne? Also hast du ja praktisch wie ein Lager bei der Post. Ja, ist echt so. Ah, oh, nee, jetzt läuft meine. Kostenlos Muni. Jetzt läuft meine Katze auch noch über die entzündete Stelle. Geh weg. Mann, oh. Warte mal. Nein, go away, little cat. Please, go away. Alter, hast du das jetzt mal gehört mit dieser YouTuberin, die da ihren Hund misshandelt hat, weil der immer in das YouTube-Video gerannt ist? Nee. Ja, da war eine YouTuberin, die hat halt ihren Hund dann geschlagen und so, weil der da ins Video gerannt ist. Und da ist jetzt Wow. übelst der Shitstorm. Auch gerade weil YouTube da nie reagiert und den Kanal nie löscht oder so, weißt du? Was ich finde, was nie sein Okay, ich kann. habe jetzt keine Ahnung, ob mein Internet abkackt oder deins. Auf jeden Fall kackt's ab. Also bei mir läuft alles, wieso? Ja, bei mir kackt das nämlich momentan richtig ab. Also ich höre dich richtig stumpf und da beschissen. Und mir geht gerade meine Katze auf die Nerven. Aber ich müsste mal in der alten Folge von mir gucken, damit ich weiß, wie viel Goldbarren ich vorher hatte. Weil du hattest, ich weiß warum, ich glaube, es gab nur 10 Goldbarren oder so geschenkt und du hattest, glaube ich, keine mehr beim letzten Mal spielen. Du hattest, glaube ich, alles weg. Und jetzt hast du 9 Stück. Ich bin der Meinung, du hattest nichts mehr beim letzten Mal. Also könnte es schon sein, dass die, weil ich hatte noch welche, ich hatte nie alle ausgegeben. Ich glaube, ich hatte noch mindestens 25 Stück oder so. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Oh, jetzt kommt meine Katze. Ey. Alter, es ist provokativ. Ah. Provokativ. Oh, Genau. unsere Ehre ist ganz weit unten. Ist mir aufgefallen. Naja, im Online-Modus habe ich immer drauf geschissen. Nick, wo willst du? Ich versuche mich gerade umzuziehen. Hier. Hier, Baustelle. Ja, warte Das musst du mal. mitnehmen. Vom Warte, warte, warte. Wo ist denn mein. War das das? Ah ja. Und kannst du mir mal erklären, welcher Wagen so groß ist wie ein Mensch? Welcher Mensch soll das anheben? Soll das dieser komische Riesenmensch aus der Sorry-Modus anheben oder was? Welchen Wagen? Ach so. Hä, What the lol. fuck? Guck doch mal, wie groß der ist. Vielleicht haben die sich hier vertan im. Na, wie nennt man das? Im Maßstab. Ey, hier ist dein Hut. Dein Opa-Hut. Mein Opa-Hut. Genau, dein Opa-Hut. Boah, ey, sag mal ehrlich, mit der Jacke, wenn man die so von der gewissen Seite anguckt, bei mir sehe ich aus wie Dracula, ne?
Dracula. Ja, wegen diesem, wegen dem Hals. Ja, sag doch. Mann, dann muss ich Na, wie nennt sehen. man das nochmal? Wo bist denn du? Ach, hinter mir. Dracula, du bist auch so ein Dracula. Lula. Dracula. Du bist Nosferatus. Was war das? Genau. Hä, was ist das hier für Baustelle? So Heu-Dingsbums, Alter. Was ist das? Hä, sieht eher aus wie Hey, Wolle. yo, jetzt erklär mir mal. Ist das Achso, ja, Wolle? ne, das hatten die damals schon. Ja, ne, das ist nicht Wolle, das ist Heu. Weißes Heu. Ja, ist doch Heu, oder nicht? Bei mir ist es nicht weiß. Mir ist es Hä? so gelblich-braun. Beige. Ja, das, ich meine jetzt nicht den Korb, sondern das, was da drin ist. Ach so, Schafswolle. Na, hä? Wow, ich sag Wolle und du denkst nicht daran, dass ich die Wolle in meine, sondern denkst, ich meine mit Wolle den Korb. Nein, Wow. ich meine die Wolle aus Minecraft. Wow. Wow. Ey, hier ist eine Glocke, oder? Was ist das? Ah doch, hier ist so eine Glocke. Minecraft. Hier ist eine Dong. Minecraft. Hä, kann man. Lol, man kann die, guck mal. Man kann die bewegen. Siehst du das? Warte, ja. Aber tut die auch bimmeln? Warte mal, wenn man jetzt mit so einem Gewehr dagegen läuft? Ah, ne. Warte mal. Lol. Hä? Aber da ist Das gar Ding setzt kein. mir auf den Kopf? Ne, aber da ist gar keine Glocke drin. Also kein Schlägel. Vorsicht. Aber schieß mal dagegen. Klingelt das bei dir? Ja. Lol. Ich finde sowas cool, dass so eine Details funktionieren. Hey. Ich bin gerade so praktisch drunter hergelaufen, dass das Ding mir Zeuge an den Mord. Ich habe doch gar keinen Mord begangen. Du hast die Glocke erschossen. Den Typen an. Noch ein Zeuge, Junge. Boah. Sorry. Noch ein Zeuge, ich werd bescheuert. Ja, hier in der Stadt werden so einige Zeugen noch kommen. Ach, übrigens, mein Dead Eye ist in Red Dead Offline kaputt, ne? Wieso das? Wenn ich jemanden anvisiere. Hey, wenn ich jemanden anvisiere, dann kommt auch immer dieses X, diese kleine X, ne, auf die Person, die ich erschießen will. Ja. So, bei mir im Offline-Modus geht das nicht mehr. Egal, wen ich anvisiere, da kommt kein X mehr. Hast du die Pistole auch, wo man auf Schrotflinte umschalten kann? Nein, das hast du mich schon mehrmals gefragt. Das hast du mich schon seit Jahren gefragt in Red Dead. Und hier sind Seit Gesetzeswidrig gegen Jahren. dich. Ja. Hä, die ist erst beim letzten Update gekommen. Wow. Wo kann man billig Waffen kaufen? Was? Will ich Waffen? Na? Billig Waffen. Aber ein Büchsenmacher oder nicht? Ja, Oh! aber billig. Weiß ich nicht. Klau sie dir. Von irgendwelchen O'Driscolls oder sowas. Gibt's in Annesburg Waffenladen? Ja. Wollen wir nach Annesburg fahren? Reiten? Machen. Voll eiskalte Killer hier geworden. Nico Okay, Bellic können wurde gerne reiten. Warte erstochen. mal. Warte mal, ich mach mal einen Trupp auf. Warum wurdest du erstochen? Boah, Alter, ich muss mich echt beim Zocken auf die Couch legen. Ich kann nicht sitzen. Das ist total behindert. Ich habe dich einen Trupp eingeladen. Mein, zum Glück habe ich zurzeit eh keine Facecam.
Ach Mist. Ja, wie kommen wir jetzt dahin? Was machst du hier? Ich brauche schon. Wie macht man? Wow, wer hat mich jetzt gekillt? Vielleicht so ein Randy. Scheiße. Die Katze macht Theater. Warte, komm, leg dich auf den Stuhl jetzt. So. So. Okay, bist du mein Trupp drin? Nein, ich weiß gerade nicht, wie das geht. Wie kommt man nochmal in dieses Das sagst du. Interaktionsmenü? Pfeiltaste links. Einmal drauf tippen. Bist du das da? Ich laufe gerade rum, ja. Ne. Einladungen. So, können Ach, wir da jetzt bist du. wegreiten? Ja, können wir, warte, ich komme zu dir. Das ist das erste Mal, dass ich Los, dann. streame, auf meinem Sofa liege und zocke. Okay, verschwinden wir. Jetzt kommt eine andere Katze. Alter. Warte. Meine Güte, ey. Ja, genau, lauf noch über den Laptop. Ja. Easy. Ach, Mann, oh. Easy going. Easy money going. Heute funktioniert gar nichts. Aber liegen und zocken geht. Aber das Sitzen, es geht Immer. Echt nicht mehr. Na guck mal, die Grafik hat sich doch deutlich verbessert, oder nicht? Da kann man mir erzählen, was du willst. Was hat sich verbessert? Die Grafik. Ja, aber wie sollen die sich verbessern? Das letzte Update war ewig her. Ohne Update verbessert sich hier gar nichts. Ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Hä, aber ich finde immer Story-Modus sieht besser aus. Natürlich sieht Story-Modus immer besser aus. Ich meine, für Online-Verhältnisse ist das hier schon relativ okay. Ja. Oh, wow, dieser skillvolle Nick schon wieder. Leute, ich bin gut in Red Dead. Ich bin Bro. Du bist ein Pferd, das ist tot. Nein. Nee. Aber warum kommt Bist es du nicht? Gestorben? Jo, er ist wirklich gestorben. Aber es ist tatsächlich so, dein Outfit verschwindet tatsächlich. Lol, das ist bei mir Wasser gewesen, aber auch egal. Kann ihr einmal was funktionieren? Ja, mein Outfit ist jedes Mal weg, wenn ich sterbe. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt ist meine Katze dran. Jetzt geht die mir auf die Nerven. Ja, jetzt muss ich aufstehen, muss hier die Türe aufmachen. Ey, den ganzen Stream lang, ne? Hätte ich bestimmt offline weitergezockt, wäre das kackegal gewesen. Katzen. Katzen sind Katzen. Katzen sind Katzen. Habe ich festgestellt. Respekt plus. Wo ist eigentlich mein Mod? Keine Ahnung. Space Panzer, wo bist du? Auf Toilette. Seit 5 Tagen. Warum gibt es hier keine Tornados im Spiel? Wie kommst du auf Tornados und was willst du mit Tornados? Die sind cool, dann werden wir eingesaugt und klatschen irgendwo gegen und sind tot. Ohne Sinn. Hey, what are you doing? Ich hatte Langeweile. Kennst du diesen ich Baum? Ich muss ein bisschen Munition verbrennen. Diesen Baum? Der hier. Der blutige Baum? Der hier, wo ich drum rumreite. Weißt du, wer das ist?
Nee. Das ist der Traumzauberbaum. Ja, okay. Kennst du den, ne? Nö. Mensch, wie kann man den Traumzauberbaum nicht kennen? Du würdest mal sagen, was das für ein roter Punkt auf der Karte ist, oder sehe ich nur den? War ja klar, dass das straight darauf zureitet, ey. Wahrscheinlich bist du im Offline-Modus genauso bescheuert. Aber das ist ein versteckter Gegner. Nein, nein, ich habe keinen Bock, Munition zu. Oh, okay, dann doch Alter, Munition verballern. wir haben so viel Munition. Komm, wir sind coole Cowboys. Wir gehen jetzt, wir laufen jetzt so ganz gechillt dahin und wenn wir den ersten so sehen, direkt Headshot weg. Nicht rennen, cool laufen. So als wären wir uns sicher, so dass wir gewinnen, weißt du? Wir rechnen gar nicht damit zu verlieren. Ziemlich spektakulär, Bro. Wow. Welcher Taste lädt man nach? Kreis, ne? Wow! Oh mein Gott! Ich habe gerade voll den Assassinen-Move gemacht. Da, selbst mein Red Eye funktioniert noch nicht mal hier im. Funktioniert noch nicht mal hier. Warum schießt er nicht? Hä? Ja, es ist Oh, momentan wieder besser ich habe geworden. keine Munition. Wieso habe ich keine Munition? Hä? Ich hab doch. Das ist mal ganz kurz. Wenn ich schieße, ist das die Flinte oder der Revolver? Ja, das war die Flinte jetzt. Flinte. Warte, und dann steht da. Revolver. Wieso steht da Revolver und es ist die Flinte? Hä? Ohne Sinn. Gibt's hier irgendwas zum Ausräumen? Ich glaube nicht. Alter, hinter mir, ne, kam einer so angerannt, wollte mich gerade so umschmeißen, ich drehe mich um. Einen Schuss in die Brust, er schreckt so zurück und dann direkt so Headshot so. Weiß, habe ich ihn so gegriffen und dann von unten so. Okay, ich wusste nicht, dass eine Waffe so macht. Ja. Mit. Genau so. Ah, man kann die ja looten. Stimmt. Ich hab wieder vergessen. Ja, normal. Ah, du bist ja jetzt Pro gerade in dem Spiel. Naja. Spielt die Story, hallo? Ja, das ist tryharden und so. Aber ich muss sagen, guck, keiner von uns ist gestorben. Naja, Gangster Bro. Ich hab doch gesagt, weißt du, früher sind wir mal reingerannt, so, Scheiße, schaffen wir das? Oh Gott, wir schaffen das nicht. Und jetzt so sind wir so, weißt du, ganz cool so, yo, Motherfucker, bam. Boah. Ich nehme das Spiel einfach nicht mehr ernst. Das ist so, ich weiß nicht. Online kann ich einfach nicht ernst nehmen. Offline ist schon geil, aber. Doch, meine KD darf nie kaputt gehen. Hä? Hä? Oh, super gemacht, Nick. Was wollte die? Ey, die braucht Hilfe. Boah, das leckt bei mir voll rum, Alter. Ja, jetzt brauchst du wirklich Hilfe. Ey, höre ich, was du hörst? Ja, ein. Ey, damit können wir auch. Stimmt, damit können wir auch nach Annisburg. Also ich gehe auf den Container hoch. Ah, Na, Scheiße. oh, drück doch Viereck. Ich bin oben. Ich auch. Schnell, wir erledigen den Fahrer.
Ist da überhaupt einer drin? Ich war. War ja klar. Wenn du die Ehre mir erlaubst. Nein. Ja, Aber ein natürlich. bisschen. Ja, nein, klar, fahr, Ja. alles gut. War bloß Spaß. Ich setze mich hier drüben hin. Setz dich hin! Aber will sich nicht hinsetzen. Okay, ab jetzt, ich muss mal ein Wörtchen mit Rockstar reden. Wieso kann man sich nicht links in den Zug setzen? Ab jetzt ist das Spiel kaputt. Spiel kaputt. Ey, hier, das funktioniert, die Glocke funktioniert. Aber mein Revolver funktioniert, ne. Warte mal. Wieso ist der leer? Hä? Flinte? Hä? Schalt doch um! Warum schaltet er jetzt? Hä? Muss ich zielen? Ach, ich muss zielen dabei. Warum? Warum ist meine Revolvermunition alle? Hä? Das kann gar nicht sein. What the fuck? Keine Ahnung, kann das ich dir nicht verstehe ich. sagen. Verstehe Würde ich ich gar zum nicht. Johannesburg gerade oder nicht? Ja, natürlich, da fährt direkt da. Gibt's noch einen Bahnhof in Ennsburg? Okay. Da vorne ist es doch, da wo die Häuser sind. Ah, okay. Wollen wir uns Baustellgut holen oder was? Ja, Mann. Ich will mal in den Waffenladen jetzt mit dem ganzen Gold. Mal gucken, ob ich mir vielleicht doch noch eine Waffe hole. Weil ich glaube nie, dass in Red Dead noch viel mehr kommt, was man sich holen will. Genau, und dann kommt sofort Mustang. Pferd muss sagen, ja. Stimmt. Weiß ich mir vorkomme mit dem Zug. Wieden. Wie Thomas die Lokomotive. Sind wir da? Sind wir da? Oder müssen wir... Oder kennst du Jim Ich halt an, Knopf? ja? Ja, halt an. Ja. Du bist Jim Knopf? Ne, ich bin Jim Borstel, Alter. Borstel. Ich will Waffen. Hello, sir. This must be your first time. Mal gucken, ob ich mir auch irgendwas gönnen kann. Ich gönne mir eine Gönnung. Wenn man in eine Maschine reinschaut, dann schaut man in eine Maschine rein. Oh! Seltene Flinte. Nein, die möchte ich nicht. Die ist scheiße. Double Action. Schofield habe ich. Die habe ich. Schofield Revolver. Was kann die denn eigentlich? Ist die eine gut? Pistole wollte ich die ganze Zeit mal. Was gut? Der die Schofield. Ja, der ist empfehlenswert. Kaufen. Wieso kann ich den mit Gold nie kaufen? Ich will eine Pistole haben. Manu. Die kann man nie kaufen. Evans, das habe ich noch nie. Wie viel Gold? Zwölf Gold. Schofield Revolver. Ach komm, egal. Ich bin hier eh nie online. Ich habe eine Idee, was ich mir eventuell hole. Habe ich das Rolling Block? Nee, habe ich auch nicht. 17 Gold. Das geht nicht. Geht nicht. Ach man, die abgesägte. Wieso kann man die scheiß abgesägte nicht kaufen? Mann. Jedes Gewehr, was ich haben will, kann man nicht. Warte mal, war die Reptierflinte nie gut? Ich kann dir nicht sagen, du. 18 Gold. Mal gucken. Aber wieso ist meine Revolvermunition alle?
Hast du vielleicht schwere Munition genommen? Nee, kann ich ja gar nicht. Flinte. Zweitholz, da hatte ich ja. Ich habe zwar gar kein Geld mehr hier im Game, aber pff, so scheißegal, Alter. Ich brauche eh kein Geld. Ich habe eh unendlich Munition jetzt. Ich habe jetzt noch Hä? Was 20 ist das? Gold. A shotgun with a lever action. I thought it wouldn't work. Ich bin blöd, ich hätte vielleicht mal. Wow. Hey, danke. Visier. $20. Wie Gold? Ein Gold, really? Alter. Die wollen einen echt hier kaputt machen. Ich könnte mal noch kurz, warte mal. Bist du noch hier? Ja. Darf ich noch mal kurz was Lothar, gucken? it's here if you change your mind. Was willst du denn gucken? An meinen Waffen, ob ich vielleicht was aufbessern könnte. Na, guck doch, mir ist das so Wurst. Nein, dass du mich Oh haust. no. You need to care for that Ich weapon nicht, if you aber want it vielleicht to die be anderen, die hier in der Nähe employed. sind. Pff. I could rifle the barrel of this one if you'd like. Länge. Ach, das habe ich ja schon. Drei, nee. Visier. Als ob. Irgendwie dieser Mini-Balken, der sich so füllt, wenn du zum Beispiel Drall kaufst oder so, der lohnt sich einfach gar nicht. Boah, ich finde schon, ich habe mir auch jetzt Drall und so gekauft für meinen Kettleman und sowas. Ich finde es gut, mir hilft. Meinst du? Okay, dann. Mir schon. Ein Visier? Visier auch, klar, safe. Nicht, Alter, höheres Aiming? Oh, klar, gern. Oder lieber Drall Reichweite oder Genauigkeit? Was ist besser? Beides. Also ich habe beides. Warte mal, das eine ist billiger. Whatever. Ich habe mich auf einen Stuhl gerade gesetzt. Aber cool, im Online-Modus kann man sich auch irgendwo einfach hinsetzen. Geht in GTA zum Beispiel nicht. Nee. Ne. Jagdmesser. Ich habe besser die Genauigkeit vom Jagdmesser. You've kept that weapon looking as Genauigkeit von nice as the Jagdmesser. day Oh, you ich habe besser das bought Aim it. mit dem Messer. Well done. How would you feel about a new stock on this one? I could make one for you. Boah, ich Wie? muss. Oha, Nick, ich habe einen Lifehack für Wasserscan. Für was? Ich kann das Wasser scannen. Wie so ein X-Ray. Das Wasser Komm mal her zu mir. scannen. Hier, komm mal hier. Weißt du, was ich machen muss? Wo bist du denn jetzt hin? Weg. Genau. So, guck mal, du siehst ja, ich laufe hier im Wasser mit dem Licht und das ist so braun. So, und du musst einfach mal ducken und da siehst du einfach, wie das Wasser so durchsichtig wird. Lol. Mach das mal. Bitte. Das ölige, leckere, schlammige Wasser, das aussieht wie bei Crash Bandicoot Teil 1, ey. Guck, Lifehack. Wasser Kannst scannen. Fische suchen. Nice. Boah, Alter, Alter, das ist gerade voll geil mit dem Nebel hier. Wow. Okay, let's go. Weiter geht's mit dem Zug. Ja, wir fahren jetzt nach China. Du fährst? Ein Stück. Okay. Ich gehe da auf den Waggon. Hallo, los, Nick. Der fährt nicht, der klingelt nur.
Hallo, klingelst du, Bimbo? Also Leute, das kann auch halbe Ewigkeiten dauern, bis Nick das Ding anfährt. Ich meine, er kann schon so kleine Das Autos sind anfahren, aber so alte kann fahren, das will ich Maschinen. nochmal sehen. Die brauchen eine Weile. Ja! Gib einfach Gas. Du bist kein Rennwagen, du bist Thomas die Lokomotive. Es müsste jedes Mal so diese Musik kommen, wenn man fährt. Du, 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 dum, du, dum, dum. Bis wohin fahren wir? Du musst einen Punkt machen, wo wir dann jagen gehen oder so oder erkunden. Ich will ja nicht sagen, dass Sumpfgebiet mein Lieblingsgebiet ist, aber bis zum Sumpf wird es eine halbe Ewigkeit dauern. Wie wär's in den Also ich würde Bergen? da. Was ist eigentlich in New Austin? Da waren wir so gut wie ganz selten, oder? Hä? Wir waren die ganze Zeit immer in New Austin. Am Anfang. Aber ja, doch, Weiß ich können. nicht. Doch, weißt du, weil du bist da selten. Du hast ja die Story nie bis dahin gespielt. Yes. Schafe oder Kühe? Ja gut, aber Oder die Mountains mit dem verbieten. Zug kommen wir nie bis nach New Austin. Ja, aber wir können ja erstmal rumfahren. Vielleicht finden wir gleich irgendwas, wo wir Warte rumschimmeln mal. können. Warte mal, bis wohin fährt er? Ich guck mal kurz. Hier oben, da, ralala. Wir können damit bis nach Rick Station. Da kommen wir am nächsten ran. Okay. Wer schießt da Molotows? Ich habe ein bisschen Power in den Kamin geworfen, damit du ein bisschen mehr Feuer hast. Ja. Oh, Schau, wo der okay, gut. ganze Zug verschimmelt ist bei uns. Alter, der kommt kaum hier hoch. Ja, das kenne ich. Dieses Problem. Oha, mein Charakter macht so Michael Jackson. Warte, Siehst du das? wo? Jetzt? Mach Michael Jackson, Alter. Steig mal aus. Steig mal aus, guck dir das mal an von der Seite. Guck mal das von der Seite an, Alter, machst du von Michael Hä? Jackson. Warte. Vielleicht, wenn er sich so gerade hinstellt, ohne. Hä? Warte mal. War das jetzt wegen der Bergsteigung? Ey, Ach ey, so. guck einfach später mal einen Stream, Alter. Der läuft einfach so ein auf Michael Jackson. Ah, ist der gerutscht oder was? Nee, der stand so voll schräg. Der So. ganze Körper war angewinkelt. Die Füße waren gerade, aber der Körper war so angewinkelt. Ey, warte, So ich richtig will hier. Michael. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir sind hier richtig. Scheiße, wie bremsen? Ach, Bremse ist hier. Eins, 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 ja. Okay, warte, komm Was mal, willst steig mal du? aus. Steig mal aus. Ja? Also Bus Ja, hier ich bin. vor den Zug auf die Brücke hier. Aber nie ins Wasser fallen. Oh, bin gerade fast zweimal ins Wasser gefallen. Alter, ich habe hier gerade voll eine geile Idee, was wir hier machen. Nur kurz. Hier ist gerade Nichts. voll die geile Stelle. Sicher das Angeln so geschützt. Ja, Mann. Vor allem, wir haben so Angel und Köder, obwohl wir eigentlich mit unserem Level das noch gar nicht können. Du kannst deine Angel nicht werfen, da etwas im Weg ist. Da Ah, etwas wow. im Weg, da ist ein ganzer Zug im Weg. Warte, wir müssen hier vor dem Zug am besten. Geh doch mal. Hä? Was machst du? Bin einfach eingestiegen. Lol. Warte. So, jetzt. Ah, hier geht's. Wo bist denn du? Ey, wieso nicht auf dem Zug? Geht das auch? Auf die. Boah, doch, oder? Nee, geht nicht. Schade. Okay, dann vor dem Zug. Hä? Bist du nicht gerade ins Wasser gefallen? Nee. Dann war das ein D-Sing. Geil. Ist da gerade so geil, so bist du bei mir vom Zug gesprungen, so ins Wasser rein, so. Kann das irgendwie sein, dass hier nichts beißt? Das kann sein, ja. Wobei doch, da hinten sind Fische, oder? Muss aber auch bis dahin hinwerfen, ne?
Pass auf, ich bin Anglerprofi geworden. Ich müsste zu deiner Angel an der Angel haben. Erinnerst du dich auch so mit der Leine da, was wir gemacht hatten? So ziehen? Nein, ich meine halt einfach auf der Brücke, sodass man einmal um die Brücke rum, das Video, was ich geschickt habe, erinnerst du dich nicht mehr? Nee. Das will ich gerade nicht mehr. Ich kann mir ja nicht jedes kleine Video merken. Also hier beißt nichts bei dir. Nö. Oh, nicht. Komm, wir Ach gehen komm, weiter. verschwinden wir. Wir stecken Drück mal die einfach wieder Viereck, weg. wenn du beim Fahrer-Dings bist, an dem Fahrerraum. Drück einfach Viereck. Geht nicht. Muss auch die Angelrute wegpacken. Dann wie geht das? Guck, wenn ich Viereck drücke, steigt das so ein. Da geht nicht in den Fahrerraum rein, weißt du? Da steigt nur ein. Das ist ja geil. Viele Details Rockstar gemacht hat, ey. Alter, hier ist voll die geile Gegend. Nix wahrhaftiger Traum ist Erfüllung. Ich wollte schon immer, du musst die Lokomotive in HD-Grafik sehen. Shoot, shoot. Ja, nix Traum war immer schon Lokomotivfahrer zu werden. Definitiv. Genau. Steht fest. Das ist Zugsimulator hier. Ja, Leute, willkommen zurück. Ich bin hier bei nicht Red Dead 2, sondern euer Zugsimulator 2. Leute, kauft euch diesen Zug. Das ist richtig geil. Geil, 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 geil. Geil. Kauft euch diesen Der Zug, weil Wunschgegner. ihr euch diesen Zug kaufen sollt. Oh, pass auf, jetzt kommt hier eine Höhle. Eine Hohle? Eine Hohle. Okay. Und da ist ein Hase auf der Straße. Fein um. Warte, der ist zu schnell. War das überhaupt ein Hase? Das ist Ah, keine ne, es ist Ahnung, ein das ist Reh. ein Hirsch oder so. Es ist ein Mini-Reh. Er rennt jetzt so bis Ennsburg, so von dem Zug weg. Bis New Austin. Kriegst du ihn nicht? Jetzt müsst du den eigentlich kriegen. Alter, Er der ist rennt wieder. zäh. Oh, jetzt liegt er. Der Arme. Und Die zermatschen gar nicht mehr wie in Red Dead 1. das nicht, aber man hat's gehört. Hat richtig so gemacht. The fuck? Es ist Gewalt gegen Tiere. Das Ding backt im Zug rum. Haha! Hey Leute, der hängt Das da! ist der. Der hängt da bei Ja! dir unten! Der hängt da! What? Hä? LOL! Why? Alles klar. Ja! Es ist auch gar nie irgendwie so Tierverstümmelung, Gewalt oder. Boah, der Ist ist ab. weg. Ja. Oh Mann. Oh weia, ey. Der arme Hirsch. Ich liebe dieses Outfit, ey. Ich liebe dieses Auto. Das ist der neue Centauro. Das ist Zug-Torno. Ah, wir haben ein Problem. Welches Problem? Vor uns. Brauchst du Baustelllampe oder was? Boah, ich erleuchte dir den Weg. Nein. Ich kann hier nie weiterfahren. Warum nicht? Ich habe Was? Angst.
Es ist mir zu dunkel, du musst fahren. Okay. Warte, ich muss aber zu dir rein, Sinn. Ich hab Mach mal die Laternen raus. Ich leuchte mit meiner Laterne. Und seine Oh, nee. Laterne mit dir. Es geht anders. Alter, das ist voll creepy. Ich will Ja, hier du sollst weg. die Laterne in der Hose lassen. Die meinen schon die Lampe, die leuchtet. Es gibt Ist die Laterne in der Hose? so ein komisches anzügliches Lied mit dem Mond. Ah, Da warte, das oben geht schießen die so. Das geht Sterne so. aus. Nee, das geht so. Warte. Wenn der Mond dich lieb anschaut, holt er die Laterne raus. Ja, irgendwie so geht das. Das ist. Okay. Klingt so Ich gehe bescheuert. mit einer Bazooka, meine Bazooka mit mir. Da oben Genau. schießen die Sterne, da oben schießen wir. Mein Kopf ist auf der Schießenbahn. Das ist auch geil. Hier draußen ist es creepy. Kult. Warum sieht dein Charakter aus wie Glenn aus The Walking Dead? Weil das Glenn ist. Glenns Vater. Glenn sein Uropa. Alter, wie lang ist die Baustelle? Baustelle ist zu Ende. In Kommst dem du morgen Moment. mit Bohrmaschinen? Baustelle. In First Person ist die Grafik noch besser. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe hier so ein Déjà-vu bei diesem Tunnel. Déjà-vu? Das Wahrscheinlich. erinnert mich wie an diesen Zugtunnel in GTA Richtung Mount Chiliad, weiß ich meine? Da unten, wo hier links das Sägeberg ist. Oder? Wo ist denn hier Hier Sägewerk? links von uns ist das Sägeberg, dann geht's weiter, dann ist da das Clucking Bell. Wir fahren jetzt zu Clucking Bell. Genau, Bier, nicht Clucking Bierlich. Bellic. Aber ich stelle mir Siehst vor, du? wie so ein Märchenland so. Alter, jetzt weiß ich, was mit Nico Bellic passiert ist. Er hat Clucking Bell erfunden. Hat Clucking Baustelle erfunden? Clucking Bellic. Clucking Baustelle. Boah, Alter, ich will die Brücke in die Luft sprengen. Geht das überhaupt? Und dann fallen wir runter. Ja. Oder will ich nicht runterfallen? Ich spring jetzt. Kann man von hier aus angeln? Ja. Warum nicht? Da ist doch Wasser. Warum eigentlich nicht? Das ist eigentlich ein Klischee. Ich glaube aber, es ist zu weit weg. Flowler Genji. Clucking Bellic. Oh, da hinten in Offline rutscht ich ganz gerne auf diesen Berg da oben. Alter, wo? Warte mal, kann man da hin? Kann man da zu dem Wasserfall hin? Ja, da oben links kann man doch mal einen Story-Modus. Das waren wir doch schon mehrmals. Das war doch der Wasserfall, wo du gesagt hast, binde mich mal an und lass mich mal da runterhängen. Wir wollen Nee. jetzt nach Arnesberg. Das war nie da. Safe. Das war dort weiter Doch. unten. Nein, das war das hier. Safe, das war das hier. Wir prügeln uns jetzt drum, wer recht hat. Ich will dich hauen. Was mich hier am meisten nervt, ist, dass man sich hier nie wie in GTA hauen kann. Ich hab dich so gern gehauen früher. Na, bist du gemerkt, dass er gekickste Kugel in den Kopf? Hast es gelassen? Ja, damals warst nur damals overpowered, als du Rick Grimes warst und einen Revolver hattest. Space Genau jetzt. Panzer, ich wusste, du kommst. Okay, die Liebesstory beginnt wieder. Ja, wie es mir geht, leider nicht so gut. Ich war jetzt am Wochenende überall im Krankenhaus. Weil ich, also Vermutung, ja, ne, Blinddarm. Aber es war scheinbar irgendwie nur eine andere Entzündung, aber trotzdem muss die jetzt verheilen und ich kann irgendwie nur rumliegen und liege jetzt seit Samstag eigentlich theoretisch fast nur im Bett und ja. Hab die ganze Zeit noch, naja, nie so Schmerzen, aber so, ja, wie sich halt so eine Entzündung anfühlt, so.
Keine Ahnung. Also leider nicht ganz so gut. Deswegen habe ich jetzt auch die Tage nie gestreamt. Ich glaube, es war ja Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Ne, heute ist ja Dienstag. Dann waren es nur 3 Tage. Also doch nicht so lang. Sieht da geil aus. Boah, lol. Hä, sind wir da schon mal gewesen? Da waren wir noch nie. Sollen wir da mal hin? Und dann Fahr ich ein respawnt bisschen der Zug weiter. bestimmt. Ach Quatsch. Da müssen wir. Hä, wie wollen wir denn da hin? Hä? Hier. Von der Seite kommen. Ne, von der Seite kommen wir doch gar nicht hin. Nein. Na gut, aber müssen wir ein bisschen weiter. Guck mal hier, der Berg geht auch weiter runter. Da hoch kommen wir nie, das ist der Maprand. Okay. Ah, nee, es ist doch nicht der Maprand. Könnten doch da Ach, hinkommen. Komm, hier ist. Hier, guck mal, hier sind so die Stufen. Siehst du die? Die Steine? Na? Da kommen wir bestimmt hoch. Aber dann müssen wir den Zug Hier. zurücklassen. Egal. Wir sind auch schon mit dem Boot Kilometer weit gereist und das ist dann einfach abgesoffen, weil du dich da drin hast. Also ich bin oben. Und mal kurz. Was haben die? Glut? Oder Hohenstuhl? Was? Hä? Früher haben die Leute Glut oder hohen Strom auf die Wunde getan. Hä? Hä? Glut oder hohen Strom, klar. Hä? Labert der Scheiße, Alter. Das kam jetzt so random. Ich hole mal schnell ein Starkstromkabel und halte mir das auf die Wunde. Vor allem, es ist ja keine äußerliche Entzündung, es ist ja innen. Danke dir, Space Panzer. Aber ja, Glut. Das kam jetzt so random, wo bist du? Du bist da. Das ist ja irgendwie Minecraft-Veteran oder sowas, das geht bei dem ab. Strom heilt, dachte man früher? Lol. Nein, damit verbrennst du dir eigentlich die Wunde, damit das nicht mehr Blut wird. Tja, aber lol. Ja, aber mit, naja, gut, dass man sich Wunden ausbrennt, kenne ich auch, aber mit Glut? Du tust ja keine Glut auf eine Wunde, wenn dann erhitzt du irgendwas und tust es auf die Wunde. Aber die Glut brennt sich ja in die Haut richtig rein, das würde ja eine noch größere Wunde ergeben. Theoretisch gesehen schon, ja. Na, also das mit Strom kannte ich noch gar nicht, kenne das nur, dass man irgendwas erhitzt, zum Beispiel, was weiß ich, so ein Metallstück und sich das dann da auf die Wunde drückt und es ausbrennt oder zum Beispiel mit so einem kleinen Gasflammenwerfer da, dass man sowas ja, das macht, hast du kenne ich aber. Wahrscheinlich von deinen Leuten, ne? Na, nicht nur da, auch in Filmen oder so. Also das kenne ich was aber mit Glut direkt oder Strom, what the fuck. Aha! What the Was fuck? Ist mein Zuhause? was mache ich hier eigentlich? Ich komme ja nicht mehr raus. Dein Name ist Igor. Was machen wir hier? Wo sind wir eigentlich? Weiß nicht. Echt? Haben früher Leute wirklich stromheilende Kräfte zugesagt? Dann muss ich das wissen. Das ich mit glaube Strom, nicht. Das mit Strom ist mir Quatsch. Ein. Ich, naja, du, die Leute früher waren verrückt. Ich kann schon sein, aber. Ja, das war mir in jetzt noch nie. Saudi-Arabien oder sowas, aber nicht hier. Ah, weißt du, was die früher alles gedacht haben? Guck mal, früher haben die gedacht, Frauen sind Hexen und haben die verbrannt. Also. Würde mich nie überraschen, wenn die dachten, Strom heilt. Menschen können behindert sein, aber so behindert sind sie jetzt auch nicht. Oh ja, doch. Doch, vorbei. Glaub, ja. Vorbei, denk, ja, denk doch. Mal Ja, bitte nach. Ich, zurück. Ja, ich nehm's zurück, schon gut. Ich meine. Nein, okay, ich halte jetzt klappt das schon gut. Wieso gibt's hier keine so Tiere, so die rumschreien? Tiere, die rumschreien? Ja, ich mag so Bären, Alter. Weißt du, wenn du so vor so einem riesen Bär stehst und er schreit dir so ins Gesicht. Guantanamo, Guantanamo. Das ist der einzige.
Brauchst du nicht, ich glaub dir, dass Space Panzer, die Leute früher waren verrückt. Meine Sieb, Space Panzer. Vor allem diese Anmerkung, es hat sich als negativ herausgestellt. Ne. Du hast Screwball durch. Ich dachte, sag mal, irgendwie erzählst du mir jedes Mal, du hast irgendwas wieder durch. Ich dachte, du hast das Spiel schon mal jetzt insgesamt durch. What the fuck? Hast du jetzt mal alles auf Platin und durch oder immer noch ne? Mein Gott, du spielst ja seit einem Jahr Spider-Man oder so. Alter, Spiel seit einem Jahr Spider-Man. können wir hier so wie Fische runterschwimmen, so blub? Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade einen Hey, Lachs da einfach weggetreten, ne? ja, da schwimmt einer, der schwimmt da. Ich hol Ja, ich den. sag, ich habe. Ich hol den. Ja. Mein Lachs. Da ist er. Lachsi! Lachsi! Lachslufer! Komm her! Das war mein Lachs, hab ich zuerst gefunden, Arsch. Mein Lachs, nein! Er treibt auf den Wasserfall zu! Nein, das kann ich nicht zulassen! Guck nicht, Lachsi! ich bin ein Held. Oh, Lachsi! oh nein, shit, 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 Nein! shit, das ist nicht Lachsi, gut, ich ne? hab ihn! Ich hab ihn! Nein! Ich hab Lachsi gekriegt! Alles. Wir ehren Alles den durch. toten Nick. In Ehre, Ja. Genau, ich möchte. Du, Laxi. ich möchte mit Lachsi in ein Grab. Geht das? Hey, Vogel. Ja, klar, natürlich. Weißt du, was Porridge ist? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe ein Haferstein. Eichhörnchen. Ein Schornei. Ich habe hier was für den. Ah ne, ich habe es eingepackt. Bist du jetzt wie eine Katze und legst mir so ein totes Tier hin, so als Dank? Mau. Los, komm, wir reiten zusammen in den Sonnenuntergang nach Ist der Zug Enzberg. noch da oder nicht? Wo war der? Da unten, einfach geradeaus. Geradeaus, mein Freund, geradeaus. Ja, da. Der sollte. Der war weiter hier hinten. Warte, Eigentlich da wir sein. gucken von hier, da müsste man sehen. Oh, der steht noch da. Oh. Okay, komm, wir gehen zum Ah, man Zug. versteht er. Ja, mein Pferd will hier nicht runter, verständlich. Aber mein Charakter springt einfach runter. Ah. Wow, Alter, ich bin voll über so eine Kante gesprungen. Ich habe mich voll da drin gemault, aber. Wie komme ich jetzt hier runter? Ah, warte. Ja. Ich springe hier auf den Hänger, warte. Von hier oben auf den Anhänger, das dürfte nie so tief. Ach, scheiße, der ist genau unter den Steinen. Kannst du ein Stück vorfahren? Ein kleines Stück? Ja, Moment, 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 Moment. Ich muss kurz bis zur Kabine. Alles gut. Ich warte. Aber bevor du springst, warte mal bitte. Nice. Stopp. Du tust mir fast leid, Space Panzer. Ja, so reicht, bitte. So. Warte, Ich ich müsste. will jetzt erstmal zu dir kommen. Wow, wow, wow. Ah, geschafft. Siehst du, ich wusste es. Ich überlebe das. Ich bin. Ich sag ihm, warte bitte, ich will zu dir kommen. Aber er springt trotzdem. Hä? Egal, weiter Wieso geht's. wollt. Wieso. Du wolltest jetzt wieder da hochkommen, oder was? Hä? Nee, ich dachte, da passiert irgendwas Lustiges und dann kann man es direkt so aufnehmen, weißt du? Ach so. Ding, ja, jetzt verstehe ich. Ja, genau das. Was hast du? Ach so. Ein Ich hab Hasen. Hasen gefunden. Ja. Den können wir grillen. Zu spät sind schon überall Berge. Welches Projekt gehst du als nächstes an, Space Panzer? Oder Space, ne, ich wollte ich das nicht abkürzen sagen. Ich vergesse das jedes Mal. Oh, da ist ein Adler. Du hast ja vorhin 2 Stück geschossen. Es ist der American Adler, der American Eagle. Amerika, fuck yeah.
Weißt du, wenn jemand Igel sagt, dann denke ich so an den Igel. Ja, ne? Weißt du, wenn dann jemand von einem fliegenden Igel, Flying Eagle spricht, dann denke ich so, seit wann können Igel fliegen? Igo, Stell einfach mal so ein Igel vor, weißt du, wo so dieser Gesichtsausdruck immer gleich ist oder so. Stell dir mal vor, der fliegt so an dir so vorbei, so einfach die Flügel bewegen sich und der Rest, der guckt einfach nur so. ja, ne? Weil irgendwie haben die immer so ein steifes Gesicht, weißt du so. Die Ja, gucken immer so ganz emotionslos. random, ja, so emotionslos, oder? Stell dir mal vor, der fliegt so an dir vorbei, guckt so ganz emotionslos so. Also ja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ja, da hast du Glück gehabt, würde ich sagen. Oder der ist gerade umgekippt und war im Umkippen. Also er war schon mental, war er schon tot, aber er stand halt noch. Das kann auch sein. Also, ich würde mal sagen, wer Glück hat, der hat Glück. Wir müssen mal wirklich diesen Trommeleffekt haben, weißt du? Den man immer wieder so abspielt, wenn irgend sowas kommt. Weißt du, so dass man immer wie so ein Mischpult, wo du dann nur so eine Taste drücken musst. Und dann wird das Genau. abgespielt. Oh. Ja, Überfährst hier du ist den? kein Ge ja, komm mal, schnell. Nein, nicht verjagen, da wird er schneller. Ah, oh, toll, jetzt ist er weg. Ich wollte ihn ja vorher noch Super kriegen. gemacht. Beschwerst du dich jetzt? Ja, jetzt gehe ich nach Baustelle beschweren. Okay, ich muss leider sagen, ich stell dich außer Dienst. Hände Okay, hoch. dann stell mich mal außer Baustelle. Spaceballs hat was geschrieben, stell mal vor, so der rollt sich dann in der Luft so zusammen. So eine fliegende Stachelkugel. Weißt du, Letzter, er kennst du sieht noch so diese. nichts, fliegt dir so ins Gesicht, Alter, mit seinen Stacheln. Jo. Kennst du noch die von Crash Bandicoot Teil 3? Diese komischen Stacheln, die ausgefahren sind, eingefahren sind oder so? Diese Kugeln? Die da immer so bei Ach so, diesem modernen ja. Level. Ja. Ja, so, das ist hier so. Immer das Gleiche. Oh Mann. Weißt du, kennst du dieses Bild? Es gab mal so ein altes. Ja gut, früher hat man das nie gesagt, aber es war schon so eine Art Meme. Lass uns einen Moment dankbar sein, dass Spinnen nicht fliegen können. Kennst du das? Ja. Und der Clou an der Sache ist, Spinnen können fliegen. Moment mal, Moment mal, Moment, stopp, stopp, stopp. Bin ich Ja. doof oder habe ich da gerade. Einen Moment mal, das will ich jetzt nachgucken. Geht Sitzen jetzt da ab. zwei blaue Vögel? Warte, einer gehört mir, wenn da welche sitzen. Was ist das? Nee, das sind die Dinger da drauf. Na, war nicht K.O. Space Panzer. Ja, die Spinnen. Die können nämlich fliegen. Nee, alle, aber einige. Und zwar tun die sich manchmal an so einen Faden hängen und wenn dann übelst Wind ist, lassen die sich vom Wind mittragen. Die können sogar mehrere Meter hoch in der Luft schweben. Die lassen sich, Es gibt auch. weil Spinnen sind faul und lassen sich so schneller zu anderen Orten tragen durch den Wind. Vor allem, mal abgesehen davon, es gibt auch Spinnen, die übers Meer fliegen können, ne? Naja, ne? Ist voll geil. Und alle so, ja, Spinnen können nicht fliegen. Und dann so, That's not right. Ich habe letztens wieder eine mal gesehen, dass da war ich unterwegs hier wandern. Und da war wirklich eine, die hat sich auch so mit ihrem Faden so auf einmal so abgelassen, so. Hat ihren Faden so abgeknapst und ist dann so weggeflogen mit dem Faden. Aber so, weißt du, die fällt nicht so nach unten so, sondern die gleitet wirklich so langsam mit dem Wind mit. Voll crazy, Alter, sowas musst du mal sehen. Dann denkst du so, hä? Weißt du so, die fliegt so an dir so vorbei und du so die ganze Zeit so, hä?
Fehler in der Matrix. Ja, genau. Ja. Wir haben bei uns auf Arbeit so einen Spinnfaden gesehen und da war das so ein ganz, ganz kleines Blättchen und es schwebte so rum, ne? Und Na? dann haben wir so Witze gemacht, dass so eine riesen Spinne da oben uns angeln will. Und dann ist später Ja. so ein Blatt auf einen Arbeitskollegen gefallen, dann hat der Arbeitskollege gesagt, ah, jetzt guckt die Spinne, was wir so fressen, ne? So, um zu gucken, uns zu angeln. So. Richtig geil, ey. Nice. Was hat der geredet? Warte, sind wir da? Quatsch. Doch, Rick Station, halt an. Wir sind hier. Wir sind da. Ab hier müssen wir zu Fuß weiter, sonst kommen wir wieder zurück. Alright, dann. Zum Glück, siehst du, wenigstens einer von uns kann sich hier auf der Map orientieren. Ich habe gar nicht auf die Map geguckt. Ich auch nicht. Ich habe es einfach nur gesehen, wo wir an dem Haus vorbeigefahren Ups, ich muss da rüpsen. sind. Das machen Menschen öfter. Ich glaube, dass das völlig normal ist. Ja. Ja. Aber warte, Alter, Armadillo, Alter, das fand ich immer so geil. Was für ein Dildo? Armadillo. Will. Aber der Space Panther, warte, ich gucke jetzt nochmal, aber dann. Na gut, ich muss mal sagen, diese drei Anzüge, die mir fehlen, das sind jetzt nie die interessantesten gewesen, von daher kann ich es auch verkraften, dass ich die nie habe. Das kannst du hoch verkraften, das ist gut. Weißt du, ein Anzug davon war einer im Schlüpfer. Ach In so. Unterwäsche. Deswegen, das ist so, weißt du, die machen so Anzüge, die du nur ganz schwer kriegst, aber das sind die behindert. What the fuck? Den habe ich. Hä? Was war das? So. Der Typ Den. ist. Hä? Den habe ich überhaupt nie gesehen. Der war einfach. What the fuck? Hä? Hä, der Den. Typ. Der Typ ist also uns vorbeigeritten und ist dann erst gestorben. Ne, vor Und allem wir sind dann ich. erst runtergefallen. Ne, vor allem ich falle so runter und auf einmal schnips ich übelst weg, als hätte mich so ein Auto überfahren. Lol. Alles klar. Das war der seltsamste Tod ever, den ich gerade hatte. Jetzt bin ich deprimiert. Glaube ich dir. Nein, Space. Damit kann ich. Ich kann damit sehr gut schlafen, dass ich die Anzüge nie habe. Bei dem Spiel schon. Es gibt Spiele, da muss ich immer alles haben. Da ist das anders. Aber hier ne. Also in Spider-Man ne. Why, Alter? Ich habe den überhaupt nie gesehen. Das war wie, als wäre der vor mir respawned. Das bist du. Oder gespawnt. Null. Mein Outfit. Nehme mal diesen Gerd, das sieht so echt so aus, als ob dein Outfit, was du jetzt anziehst, das ist einfach so gefärbt über die Kleidung, die du hast. Und wenn du stirbst, ist das weg, wie die Rüstung in Minecraft, so, weißt du, was ich meine? Genau so verschwindet das hier. What are we doing? Achso, dein Pferd macht so Sidestep. Irgendwie habe ich gerade ein Problem. Was so Diese wäre? Entzündung fängt gerade an zu brennen irgendwie. Das ist. Ich überlege gerade, ob Wird's nicht ich. besser? Nein, ich weiß nicht. Ich überlege gerade, ob ich wieder ausmache. Ist voll beschissen, Alter. Ich. Es muss halt bis Samstag weggehen. Ich muss dann wieder arbeiten. Ja, musst du entscheiden. Ich Dann meine, mache ich ich so liege ja lange noch jetzt deinen auch. Ich Rot. verstehe es gerade nicht. Ah, lass mal noch kurz. Ich habe mich jetzt mal anders hingelegt. Es ist halt, ich Dann mache ich weiß den halt. Red Dead Offline weiter. Ich weiß halt einfach nie, wie ich liegen soll. Es ist so behindert mit dieser Entzündung. Geh mal lieber nochmal zum Arzt, ohne Witz. Ja, ein schlimmer wird ja, aber. Ja, aber ey, du liegst schon 2 Tage insgesamt flach und dann willst du mir erzählen, dass es schlimmer wird oder was? Naja, es ist normal, dass man, das dauert halt ein bisschen länger. Aber
Es ist gerade wieder. Ich habe halt keinen Bock, dass ich doch irgendwie eine OP machen muss oder so. Ich habe keinen Bock einfach. Ich stelle dich nicht so an. Ich meine, siehst so ein OP und dann bist du wieder zu Hause. Ist doch geil. Ja, aber. Ist doch geil. Du freust dich also über eine OP? Du wärst nie aufgeregt. Natürlich wäre ich aufgeregt, aber ey, frei. Warum nicht? Ich so viel Urlaub hätte, Alter, das Gangsterleben. Ja gut, dieser Aspekt dann, aber trotzdem, ich hasse sowas, Ja, dieser wer will Gedanke. nicht krank sein, jetzt mal ehrlich? Wer will nicht krank Ja, sein? Mal ganz das schon, ehrlich. aber dieser Gedanke, dass man an einem so rumoperiert wurde, dass man so aufgeschnitten wurde, irgendwas rausgeholt wurde, dieser Gedanke einfach nur, der macht mich so richtig fertig. Das macht mich noch mehr fertig als, keine Ahnung. Ist einfach so eklig, so einfach, dieses Du musst dir OP, vorstellen, es ist ich einfach weiß wie, nicht. als würdest du einen Splitter im Finger haben, der dir auch rausgezogen wird. So, mehr ist das nicht. Ich finde schon irgendwie eklig, wenn man sich irgendwie so tief schneidet oder so, wenn man dann überlegt, Ich ja, da kann wurde, man mir wurde vorstellen, dass du dir. aufgeschnitten und dann wurde da was Ich kann mir rausgeholt. vorstellen, dass du dein Körper eingegriffen wurdest, aber ich meine, Ja, was muss, ne? das ist Das wie nun so ein, mal. wie so eine, ja, man fühlt sich dann so dreckig irgendwie, keine Ahnung. Einfach nur so vom Gedanken her. Denkst, das fehlt dir was im Körper, so, ne? Ja, überhaupt so dieses Gefühl, so dass da was rausgeholt wurde, weißt Muss dir vorstellen, du packst an eine Stelle, die einfach mal so offen war, so. Und wenn du dir vorstellst, die Stelle war mal Ja, offen, hättest du einfach mit dem Finger so eben. reingehen können, weißt du? Ja, diese Gedanken, so, weißt du. Das ist so, bäh. Ja, aber das geht vorbei, ey. Ich meine auch dieses, weißt du dann, wie sich das danach so anfühlt. Man fühlt ja auch das, ne? Dann fühlt dass das mal auf war, so. Ja, das. Ach, ich hasse sowas. Vor allem, wenn du so überlegst, man kann so gut durch die Haut schneiden, so, ne? Ja. Vor allem, wenn du so Das siehst, Fleisch. diese Skalpelle, wie scharf die sind, so, die so ganz einfach da durchschneiden, weißt du? Dein Pferd kann nicht mehr. Es fällt jetzt einfach so um und ist tot. Treib's nicht auf die Enge, reite normal. Ich Wir reite haben doch noch. Zeit der Welt. Okay. Ach Mann, ey. Ich überlege gerade, ob ich offline gehe oder nee. Dann stream ich halt einfach Red Dead Offline weiter. Sollte es vielleicht mal zum Arzt gehen. Ich war ja beim Arzt vor 2 Tagen. Gut. Und der hat einfach gesagt, Ruhe, es ist nun mal so, ich muss halt liegen, was anderes kann man da nicht machen, es gibt keine Medikamente. Es muss heilen einfach. Aber es ist halt, Das ich weiß. kann ich mir nicht vorstellen. Ja, natürlich. Sonst, was willst du dagegen machen gegen eine Entzündung? Was willst du da geben? Das Ja, ist eine sei mal Entzündung, ganz ehrlich, das du ist musst ja wie. nicht unbedingt Medikamente haben. Du kannst auch einfach mal so gesunden Tee trinken, gesunde Sachen Ja, essen, dass es einfach das mehr mache ich ja hilft. schon. Was denkst du, wie viel Tee ich trinke am Tag? Und nicht nur, wenn ich krank bin. Ich trinke immer Tee. Immer. Tee ist so mein Alltagsgetränk. Grüner Tee, schwarzer Tee, weißer Tee. Ich trinke, glaube ich, mehr Tee als einfach nur normales Wasser. Gut, Wasser musst du aber auch trinken. Ja, ich weiß halt nicht. Weißt du, was beschissen ist? Im Krankenhaus hat man mir gesagt, so, dann am Ende, ja, ich durfte ja einen Tag nichts essen, ne? So, und dann wurde mir so gesagt, ja, wenn ich so das Frühstück und das Mittag drin behalte, so, dann kann ich nach Hause gehen, ne? So. Und dadurch haben die mir auch gesagt, ich darf normal essen. Ne? So. Und jetzt gehe ich aber zu meinem Hausarzt, so, und der meinte halt, ich darf nur Schonkost essen. So. Und die im Krankenhaus meinten, es ist nicht der Blinddarm. Mein Hausarzt meinte, es ist der Blinddarm. Und dann frage ich mich, ja, lol. Ja gut, ich sag mal, weißt du, die im Krankenhaus können dir sagen, ja so und so, so und so. Ja, aber die im Krankenhaus Aber müssen es wenn du ja besser merkst, wissen. nein, das glaube ich nicht. Die haben mich aber Das glaube ich untersucht. nicht. Der Hausarzt liest ja nur die Untersuchung vom Krankenhaus. Ja gut, ich sag mal so, du kannst es so beurteilen, wenn es wirklich nicht besser wird, dann kannst du sehen, okay, es liegt daran. Dann ist es wirklich der Blinddarm. Also jetzt die letzten
zwei Tage so. Sonntag war gut, Montag ging auch gut. Aber heute, jetzt wird es irgendwie wieder ein bisschen. Fühlt sich schlimmer an. Ich weiß halt nicht, ob das einfach zum Heilungsprozess dazu gehört, aber ich habe heute auch wieder viel so, ja, rumgeobert. Ich habe Fenster geputzt, gesaugt und so. Ich hätte, glaube ich, nicht so viel rumlaufen sollen. Oh, dann bist du auch selbst schuld, du Vogel. Ja. Aber ich hasse halt so ewig im Bett liegen. Ich brauche halt auch Aber das irgendwann mal heißt nicht, dass du. Bewegung. Das heißt aber nicht, dass du direkt aufspringen musst und Fenster putzen musst, Alter. Ja. Du Minion. Du mit deiner Körpergröße denkst auch, du kannst so ganze LKWs putzen. Minion, ich bin auch nicht viel kleiner als du. The Viel fuck? kleiner als ich? Wie groß bist du denn bitte, Alter? Ich bin 1,97. Beziehungsweise Ja. 98. Ich so ungefähr 1,70. Ja, voll nah. Naja. Ich gebe dir eine Kopfnuss und du liegst. Was willst du eigentlich? Kopfnüsse nach oben sind viel schlimmer. Kopfnüsse von oben sind schlimmer. Das sind dann Kokosnüsse. Kokosnüsse, ja, die prallen besser auf als so eine Wassermelone. Warte mal, bleib mal bitte stehen. Alter Schwede, sieht das hier aus? Jo. Der die ganze Zeit so, holy hell, holy hell. Wo sind wir? Weiß ich nicht, siehst aus wie so ein Armadillo. Asyldorf. Armadillo ist da unten. Es ist hinten nicht die Grabstätte, wo Seth wohnt. Nee, der wohnt nie in der Grabstätte. Der war da zwar, aber der wohnt woanders. Er ist die Grabstätte. Was? Er selber Ach ist die so. Grabstätte so. Ja. Mann, ich will hier einen Undead Nightmare haben. Ja, das ist der Freak. Ach, Wenn wir uns eine nee. Kutsche holen, können wir unendlich rein. Also jetzt werden das irgendwie langsam wieder Schmerzen. Ich glaube, ich gehe mich jetzt hinlegen. Es ist einfach besser. Leute, ich muss den Stream beenden. Es tut mir leid. Bis zum nächsten Stream.